Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, mit dabei der Venom. Mann. Willkommen zu meiner neuen Kategorie Reingeschaut in Gotham Knights. Das Spiel ist heute rausgekommen. Ich und Venom möchten uns das Spiel angucken. Allerdings kann ich gleich vorweg sagen, das hier ist der erste Part, weil wir das wahrscheinlich jetzt noch nicht zum Multiplayer schaffen werden. Wir schauen mal. Und ja, legen wir mal los mit Gotham Knights für die PS5. Schwierigkeitsgrad. Mittel, oder? Oh. Dann machen wir Mittel. Aber ich sehe gerade bei Twitch, die Bitrate ist ja mal richtig geil. Ich verstehe sie, also streammäßig ist bei PS5 echt. Oh, kommen wir jetzt erstmal zum Intro? Schauen wir Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Wir sind fertig, du und ich. Du bist eine Enttäuschung, ein Versager. Jahrelang hast du diesen Krieg geführt. Und wofür? In Gotham gedeiht weiter die Korruption. Sie lauert in jedem Schatten. Du brauchst die Maske nicht. Ich weiß, du bist es. Ra's al Ghul. Du hast die Blasphemie geduldet. Diesen Frevel. Dachtest du, ich sehe das nicht? Deine Tricks werden Gotham nicht von der Abrechnung retten. Nicht jetzt! Niemals ein Cape tragen. Diese Stadt steht unter meinem Schutz. Wird dir niemand helfen. Um dich kümmere ich mich selbst. Thank you.
Du solltest doch wissen, dass du mich nicht besiegen kannst. Ich wäre ewig. Ah, Batman sieht übel aus. Bevor sie hier sind. Deine teure Familie. Ich schlachte sie ab. Einen nach dem anderen. Und wenn sie ihr Leben ausgehaucht haben, verbrenne ich diese Stadt zu Asche. So weit kommt es nicht. Gotham ist jetzt ihre Stadt. Ja, okay, man hat nicht hundertprozentig genau gesehen, ob Batman jetzt tot ist oder nicht. Es wird nur gesagt, er wäre tot. Aber es sieht schon übel aus. Zumindest bis jetzt. Verschickt, als ich die Betthülle zerstört habe, samt allem, was sie enthalten hat. Was jetzt kommt, wird nicht einfach. Okay. Ich habe mich so gut vorbereitet wie möglich. Und das habt ihr euch auch.
Tut mir leid, was passiert ist. Werden die Verbrecher Gothams schnell merken, dass Batman verschwunden ist. Verlasst euch nicht auf das GCPD. Sie trauen uns nicht mehr seit Jims Tod. Einsatzerlaubnis erteilt. Ich vermache euch den Glockenturm als euer Hauptquartier. Die Technik ist etwas veraltet, aber ihr findet dort Ausrüstung und meine Akten. Viele von euch kennen Bruce von Gothams Promi-Seiten. Ein hübscher, charmanter Milliardär. Das war er auch. Aber er war mehr als eine Headline. Er war mein Neffe. Er war ein Freund, ein Mentor und ein Wohltäter für alle, die heute hier versammelt sind. Und jenen, die ihn nicht so gut kannten wie wir, will ich Folgendes sagen. Bruce war Gotham. Er liebte diese Stadt mehr als alles andere. Er war ein Beschützer dieser Stadt. Im Verborgenen arbeitete er unermüdlich für Gerechtigkeit und auch Gleichheit. Er hätte alles getan und jedes Projekt unterstützt, wenn es nur zum Wohl Gothams war. Und wenn wir uns daran erinnern, erinnern wir uns an Bruce, wie er wirklich war. Ich habe mich immer auf euch verlassen können. Ich weiß, ihr werdet Gotham schützen. Viel Glück. Und lebt wohl. Ist Batman wirklich tot? Meinst du? Leider ja. Muss jetzt die B-Liga ran. Wie geht's Alfred? Na, was denkst du denn? Der erste Urlaub in 3 Jahren und dann stirbt Bruce, während er weg ist. Er braucht etwas Zeit. Er weiß, dass wir auch nicht da waren. Stimmt's? Und was ist mit dir? Du hast Jacob Kane die Grabrede halten lassen. Er bot's an. Er dachte, es wäre leichter für uns, wenn er es macht. Er ist Bruce' Onkel. Wahnsinnsrede. All das mit dem Beschützer, der im Verborgenen arbeitet. Wenn er nur wüsste. Catherine wäre nicht hier, wenn sie ihn Verdacht hätte. Die Anti-Selbstjustiz-Polizeichefin käme ansonsten wohl kaum zu Batmans Beerdigung. Hier ist noch was, das sie nicht weiß. Batmans Mörder liegt in ihrem Leichenschauhaus. Ra's al Ghul ist nicht identifiziert und wird bald eingeäschert. Was, wenn die Liga der Schatten ihn findet? Ab in die Lazarusgrube mit ihm und schon ist er weniger tot. Willst du ins GCPD-Hauptquartier einbrechen wegen was, wenn? Bitte nur zu. Ich hab den Fall dekodiert, den Batman geschickt hat. Konzentrieren wir uns darauf. Ich hab's gesehen. Also ich weiß, wen ich nehme. Fehlt da nicht irgendwas?
Er wirkt unvollständig. Ich denke, Ra's hat ihn beim Schreiben unterbrochen. Er schreibt, die Folgen könnten Gotham bis tief ins Mark erschüttern. Ominös, aber nicht sehr hilfreich. Da waren ein paar Orte zum Untersuchen. Baustellen, ein Steinbruch. Er erwähnt auch einen Dr. Langstrom. Kennt denn jemand? Ein Zoologe an der Gotham University. Kein Plan, was er damit zu tun hat. Teilen wir die Arbeit auf. Danach treffen wir uns im Glockenturm. Machen ihn fett. Also ich entscheide mich für Red Hood. Mit Langstrom? Das war sehr überraschend. Wen nimmst du? Verrate ich dir nicht. Red Hood, Charaktereigenschaft, rohe Stärke, Schlägerkraftpaket, Meisterschütze. Batgirl, Hacker-Expertin, hart im Nehmen, Einzelzielbrecherin. Nightwing, begabter Akrobat, rasante Kombos, Experte mit Ikrima-Stücken. Robin, Tarnspezialist, taktisches Genie, meisterhaft mit dem Langstock. Red Hood. Auswahl bestätigen, ja. Gotham Knights. Kannst du meinen Sohn mal 60 FPS machen können? Die gibt's leider nicht. Aber ich werde mal kurz den Spielsound ein bisschen runterdrehen. Bist nämlich ein bisschen leise. Oh. Fortfahren. Ich meine, es sieht Deadpool-mäßig aus bei dem, ey. Ich bin an der Gotham U. Dieser Prof, Batmans letzter Fall. Kirk Langstrom. Batman hängte eine halbfertige Datei an seinen Code Black an. Langstrom war wohl in etwas Schlimmes verwickelt. Hoffentlich bedeutet das einen Kampf. Ich könnte etwas Dampf ablassen. Achso, mal kleine Information zu dem Spiel. Das ist ein Koop-Game, was man mit bis zu 3 Leuten spielen kann. Später soll es noch einen Modus geben, den man zu viert spielen kann. Allerdings ist das nur so eine Art Wellenmodus mit Stockwerken, sage ich jetzt mal. Und die Hauptkampagne kann man halt mit bis zu 2 Freunden spielen, also zu dritt. Was ich zwar auch ein bisschen komisch finde, wenn es 4 Charaktere gibt, aber okay. Nein, man muss ja mal im Glockenturm bleiben. Ja, ach so, natürlich. Und ja, wie Venom schon erwähnt hat, gibt es auf der Konsole leider nur 30 FPS. Auch auf Next Gen oder jetzt Current-Gen-Konsolen. Was ich zwar ein bisschen komisch finde, aber die wollten halt Grafik spezialisieren. Das haben sie mit 60 FPS nicht hingekriegt. Wer das Spiel in 60 FPS spielen muss, der muss das wohl auf PC spielen. Gibt's das da überhaupt auf 60? Ja, auf PC ist die einzige Möglichkeit, das Spiel in 60 FPS zu spielen. Wäre ein bisschen peinlich, wenn's ja, PC ist ja halt auch, was Leistung anbelangt, sofern du einen guten PC hast, auch stark genug. Wenn du das Kleingeld dafür hast. Das ist richtig. Ich wüsste gar nicht, was mein PC schafft. Ich denke mal, ja. Weil wir sind Konsoleros, also spielen wir das auf Konsole. Er wurde schon identifiziert, war wohl Dozent hier. Kirk Langstrom. Gut, ich melde es auf dem Weg zur Leichenhalle. Ach ja, und das Spiel geht ein bisschen in die Richtung wie Avengers. Nur hoffentlich besser. Viel besser hoffentlich. Es gibt auch Rüstungen und Waffen-Upgrades und. Allerdings glaube ich nicht, dass die Rüstung sich optisch auswirkt. Ne, da wird es wahrscheinlich nur irgendwelche. Dieser Wissenschaftler ist also tot. Wo ist sein Büro? Store-Items geben vielleicht. Na, es gibt für 25 Euro kann man im Store hier Anzüge kaufen für alle Charaktere. Aber 25 Euro finde ich ein bisschen übertrieben. Laut unserer Notizen ist sein Büro im zweiten Stock in Bisschen. Was? Danke. Alter. Oh, man hat einen Haken. Nice. Das ist ja nett. Ah, jemand hat die Türen zum zweiten Stock offen gelassen. Das ist es.
Nicht viel Polizeiarbeit hier. Langstrom wurde wohl woanders umgelegt. Was? Antippen AR. Gedrückt halten, die Verrichtung zu nutzen. Okay, und was gibt's hier? Scanne die Spuren auch auf dem Boden. Man sollte auch lesen, gell? Okay, die Spuren sind komisch. Optisch, ja, also hässlich finde ich es jetzt nicht. Aber ob die Grafik jetzt unbedingt nur 30 FPS rechtfertigt, Ich habe noch nicht viel. Brauchst du was, Großer? Ich mach das. Ich vermute mal, in den Kämpfen wird sich die FPS dann wohl stark bemerkbar machen. Klingt, als hättest du kein Vertrauen in mich. Er hat dir vertraut. Und ich auch. Wir beenden es für ihn. Wahrscheinlich. Ja, ja, verstehe. Ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Hier hat sich jemand aber richtig ausgetobt. Langstrom ist hier gestorben. Die Cops waren wohl müde und sind für heute nach Hause. Untersuche den Tatort. Langstrom hat gearbeitet und wurde dabei angegriffen. Er hat schnell viel Blut verloren. Also hat man auch Detektiv... Er wollte fliehen, aber der Angreifer hat ihn an die Wand gedrückt. Er hatte keine Chance. Allein. Langstrom wollte zu diesem Schrank. Was kann daran so wichtig sein? Übrigens hat sich die Bitrate bei Twitch jetzt eingependelt. Die war vorher zu hoch am Anfang. Für Twitch. Was ich interessant finde. Sie ahnen eine Geheimtür. Sie stecken voller Geheimnisse, Dr. Langstrom. Tutorial Tatortuntersuchung. Untersuche den Tatort, suche nach Hinweisen und bring die Wahrheit ans Licht. Nutze linken Stick, um den Tatort mit dem Cursor zu untersuchen. Wichtige Gegenstände sind am Q-Symbol erkennbar. Okay. Zwei Tage sind eingekreist. Die sollte ich mir merken. Mochte er den Film oder ist das Erscheinungsdatum wichtig? Ah, ich verstehe. Vielleicht gibt man den Code auf dem Thermostat ein. Das eingraviert ist die Mikrowelle. Okay. Vielleicht konnte Langstrom mit seinem Tablet die Geheimtür öffnen. Ja, was ist jetzt Thermostat, Mikrowelle oder das Tablet? Diese Mikrowelle sieht seltsam aus. Kann vielleicht mehr als nur Essen aufwärmen. Sonst noch irgendwas? Das ist nicht die Vorwahl von Gotham. Vielleicht ist das nicht nur eine Telefonnummer. Ich versuch mal das. Ist deine Lösung falsch, musst du an anderen Hinweisen auswählen, um zu einer neuen Lösung zu gelangen. Achte darauf, alle Informationen zu nutzen. Okay, dann würde ich das mal nehmen. Und das. Nee. Okay. Scheiße, ich sollte mal merken, was ich genommen habe, gell? Ach so, das merkt sich das dann auch, okay. Also ist ja nur eine Testerei eigentlich.
Man kann auch Steuerkreuz nach oben drücken, um zur Lösung zu springen. Jetzt habe ich's. Das ist es. Finden wir raus, was Langstrom versteckt hat. War jetzt nicht sonderlich schwer. Okay. Was ist die Lösung? Was zur Hölle ist das hier? Venom? Ah. Naja, ich war gerade nur stumm. Ich hab gesagt, irgendwie läuft der so hölzern. Echt? Bei mir geht's eigentlich. Das kann keine. Aber geht's viel mit dem Arsch. Sein. Also doch Charakterwechseln. WTF, was ist das? Wen hast du denn genommen? Na, was denkst du? Na, Nightwing wahrscheinlich. Na, natürlich. Oder Batgirl hätte ich mir noch gedacht, weil es seine Frau ist. Mal sehen, was sie hier so getrieben hat. Die zwei waren auch in der engeren Auswahl. Gewebeproben. Was? Okay. Was ist das? Was hat der hier gemacht? Eine Festplatte. Sicher wichtig, wenn sie hier versteckt war. Die nehme ich für die anderen mit. Bin fertig hier. Ich glaube, die Bullen haben die Spuren an der Wand übersehen. Und das Geheimlabor auf jeden Fall. Ich bringe eine Festplatte von dort mit. Toll. Kann es kaum erwarten. Na, wann kommen die ersten Gegner? Wahrscheinlich jetzt, wo du rausgehst. Wahrscheinlich. Mit L3 kannst du rennen. Das wurde noch gar nicht gesagt. Ich konnte doch keiner sehen. Ah ja, da sind sie. Mit drei Springstufen. Also, oder beziehungsweise weiß ich da aus. Dann müsste Arkham-mäßig sein, oder? Also, die alte Arkham-Reihe Kampfsystem, oder? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt erst rausgegangen. Ja, yeah, der kleine Kniff. Viereck für Nahkampfangriffe. Level 1. Und jetzt legen die Freaks hier Feuer. Na klar. Die Gangs haben Gotham fester im Griff, seit Batman nicht mehr eingreift. Die Freaks wollen allen zeigen, dass sie die Kontrolle haben. Zeit, dass ich ihre Party auflöse. Fackeln! Mach doch den scheiß Feueralarm aus! Okay. Ich kümmere mich besser um seine Kumpel, bevor sie hier alles abfackeln. Man kann auch schleichen, ausschalten. Hätte ich nicht gedacht. Bei dem Spiel. Das macht dann mehr Lust zu kämpfen. Es ist gleich vorbei. Weil er kämpft mit dem Kniff in der Hand und kann nicht mal schießen bis jetzt. Hast du Platzpatronen oder was? Ja, er schießt, ich kann doch gar nicht schießen. Er macht Nahkampf damit. Danke mir später. Wird nie langweilig. Die gelbe Zahl sind wohl Erfahrungspunkte. Aber es gibt ja auch Level. Man sieht ja, die Gegner sind Level 1. Bonusbelohnung. Okay.
Wie kann ich mich eigentlich... Ah, R3, okay. Irgendwo müssen noch mehr sein. Achso, ducken. Die Hocke gehen. Beziehungsweise schleichen. Ja. Ach, mit... Ernsthaft mit... Mit Dreieck mach ich. Der macht ja hier wie bei dem Film Equilibrium. Mit der Kniften. Aber ich kann auch schießen. Das Grinder Kimbo, echt? Also zumindest irgendwas schießt er, ja. Ich hab sogar Munition, ernsthaft? Aus ich kann auch Handgelenken schießt er irgendwas. Ich kann auch mit L2 zielen und mit R2 schießen, das geht auch. Oh, ich kann dir nicht mal sagen, was der schießt. Geisel. Jetzt aber schnell. Drück mal Digi-Kreuz nach links. Du kannst ja Fotomodus oder E-Mode auswählen. Was nach unten? Achso, das ist das. Da oben ist Fahrzeug und rechts ist Heilen. Besiege alle Freaks. Ist da wer? Ich brauch Hilfe! Schlacht. Nicht. Erwischt. Aber die Schüsse ziehen übelst wenig ab. Okay. Und ich muss den Stick sogar dahin ziehen, wo ich hinschieße. Aua. Das Kämpfen ist aber ganz cool gemacht. Waren alle. Drücke nach rechts, um mein Lebenspaket zu verwenden. Habe ich. Du warst echt unglaublich. Glich. Keine Bewegung! Lass bleiben! Oh. Oh. Sehr viel noch. Ja, Freak. Ja, chill. Fähig gedrückt halt einen schweren Nahkampfangriff. Also, das hab ich auch noch nicht gemacht, schweren Nahkampf. Piss dich. Fernkampf kannst du auch schwer machen. Ja. Das wird auch treffen. Wäre vom Vorteil, ja. Hey, da ganz schnell aus, der Junge. Und ihn anzugreifen, wenn er zuschlägt. Kann ich auch nicht empfehlen. Wollte ich mal von hinten angreifen, hat natürlich nicht funktioniert. Bitte weiß. Aber mit Level 1 kommst du noch nicht groß an Schaden hier. Jetzt ist er weg. Alles okay. Ich bring die Festplatte mit, damit wir sie knacken können. Vielleicht finden wir raus, was Langstrom umgebracht hat. Deadpool-Verschnitt. Tipps. Schließe Bonus-Missionsziele ab, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Ja. Um das Bat-Cycle zu rufen. Mhm.
Ah ja, natürlich. Ich habe noch was vergessen. Also fortfahren. Erreiche die Straßenhöhe. Bettzeige. Du kannst das Bettzeige herbeirufen, wenn du dich in der Nähe einer Straße befindest. Ach, jetzt. Ja, nee, ist klar. Ist unsichtbar. Ja. Fand ich auch ein bisschen. Sollten sie sich ins Anzug einbauen, dann schaffen sie die Mission viel einfacher. Ist klar. Ein bisschen inspiriert von Dark Knight hier. Bloß das Fahren ist jetzt irgendwie nicht ganz so. Irgendwie ist das Spiel immer noch zu laut. Ein bisschen weiter runter. Ich kann halt den Mikrofonpegel ein bisschen hochstellen. Nee, das Spiel ist an sich zu laut. Also. Mit dem GPS-System. Bin auf dem Rückweg zum Glockenturm. Ihr seid besser dort. Ich hab vielleicht ein paar Polizisten überfahren. Warum? Muss man X drücken. Beim Fahren. Habe ich am Anfang, weil ich dachte, es wäre Gas geben. Habe ich noch nicht rechts am Bildschirm geguckt. Da meinen sie, kämpfe gegen. Warum greift das einen an? Fernkampfangriff. Natürlich nur die Frage, wie man da Medipacks wieder kriegt. Was stand da jetzt mit Willis? Ich hab's gar nicht gelesen jetzt. Damit du rüberspringen kannst. Achso. Oh. Ups. Drück nicht L1. Na, da warst du ausgeworfen. Ja, hab ich gerade aus Versehen genommen. Ich kämpf gerade gegen Typen. War nicht geplant, aber okay. Alles Lappen. Bäm. Na, steigst du auf? Also allein drücken war jetzt nicht so die klügste Wahl. Und Schrauber, das war aber knapp. Oh, das Motorrad hat nicht in meine Hupe. Was ist denn das? Dafür kann ich es schon sich kaum machen. Die Kurve war krass. Na, kannst du driften. Ja, ich hab zu weit gedriftet. Ich bin jetzt im Glockenturm. Wenigstens das Spiel schön deutsch synchronisiert. Das muss man den Warner Brothers Games lassen. Bin mal gespannt, wie lange das Spiel gehen soll. Geht es gar nicht lang.
fortfahren. Gut, du hast die Festplatte aus Langstroms Labor. Ja. Wissen wir denn schon, was Langstrom... Ups. Na, da haben wir ja die idealen Charaktere ausgewählt. Sobald wir die Daten haben, entscheiden wir, was zu tun ist. Ich gehe raus. Ich sitze nicht rum und warte auf... was immer das hier ist. Wir warten auf Infos, Jason. Wenn wir sie haben, dann gehen wir. Weg da. Ich löse den Fall auf meine Art. Hört auf! Er wollte, dass wir zusammenarbeiten. Wie du meinst. Aber das macht es uns unnötig schwer, Kleiner. Ich glaube, bis zum Multiplayer ist es gar nicht mehr so lang. Ich schätze, während wir sowieso hier warten, können wir nochmal durchgehen, was Bruce über Langstrom wusste. Mist! Das war wohl die zweite Sicherung. Die erste ist vor Monaten durchgebrannt. Ich dachte, der Ersatz hält. Ich mach das. Nicht nötig. Alfred! Ich hab's geflickt. Das sollte wohl eine Weile halten. Hatte Zweifel, ob du kommst, Alfred. Ich werde immer hier sein, wenn sie mich brauchen, Master Richard. Wenn einer von ihnen mich braucht. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch, Master Tim. Das ist natürlich genau. Also, du bist noch so weit. Ja. Konsequenz. Verdammt! Überall in der Stadt gibt's Aktivitäten. Klasse. Mein Plan gewinnt dann wohl. Ich hab die Vermutung, es gibt viele, viele Nebenmissionen. Was ist mit der Info? Mhm. Und Alfred kann hier nicht ganz allein klar Schiff machen. In der Tat, Miss Gordon. Ich habe notiert, was wir brauchen. Ich kann es allein schaffen, aber mit Hilfe ginge es schneller. Verlass dich auf uns, Alfred. Wir helfen alle mit. Setzen wir Bruce' Arbeit fort. Oh, Level Up. 1-1 Kirk Langstrom. Öffne das Fähigkeitsmenü und gib Fähigkeitspunkte aus, um perfektes Ausweichmanöver freizuschalten. Bitte was? Okay. Am Computer muss ich das machen. Achso. Sagtest du. Und ich hab auch erst Optionstaste und so gedrückt. Fähigkeitspunkte. Wenn du deinen Charakter hochstufst, erhältst du Fähigkeitspunkte, die du ausgeben kannst, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Wenn du Fähigkeitspunkte ausgibst, bekommst du auch Zugang zu neuen Fähigkeiten. Wer hätte das gedacht? Perfektes Ausweichen. Red Hood führt ein perfekt abgepasstes Ausweichmanöver durch, das Schwung erzeugt und einen perfekten Angriff als Folgeaktion ermöglicht. Na dann lernen wir das mal. Deine Lebenspakete werden jedes Mal aufgefüllt, wenn du nach der Patrouille zum Glockenturm zurückkehrst. Ah, okay. Schwungfähigkeiten. Im Laufe deiner Ermittlungen kann jeder Held einzigartige Schwungfähigkeiten freischalten. Nutze das Menü Schwungfähigkeiten R2, um Freischaltbedingungen sowie bereits freigeschaltete Fähigkeiten zu betrachten. Und manche Gegner lassen auch Pakete fallen. Okay. Schwungfähigkeit. Du hast gerade deine erste Schwungfähigkeit freigeschaltet. Schwungfähigkeiten sind für jeden Charakter einzigartig und erfordern Schwung, um sie zu aktivieren. Wenn sie einsatzbereit sind, ändert sich das Fähigkeitssymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Um eine Schwungfähigkeit zu nutzen, R1 gedrückt halten, plus die zugewiesene Taste. Ja, hier kommen die Rollenspielaspekte hier dazu. Ja? Was Schwungkosten? Red Hood lädt schnell nach, während er... Hätten die sich nicht einen besseren Namen als Schwungfähigkeit ausdenken können? Ups. Ups, ich war noch nicht fertig. Okay. Das ist also Gotham hier. Ist das groß? Ja. North Gotham, New Gotham, historische Stadtkern und Lower Gotham. Ja, sieht jetzt nicht so klein aus.
Fallakten. Also soweit ich weiß, in 1.3, also wir sind jetzt in 1.2, schaltet man den Multiplayer-Modus frei. Herausforderungen, Grundlagentraining, erlerne die Grundlagen des Kampfes gegen Verbrechen. Hatten wir das nicht eben schon? Ausrüstung. Es gibt Anzug, Nahkampfwaffen, Fernkampf. Okay. Man kann Sachen herstellen. Ach, die haben auch noch verschiedene Schwächen, die Gegner. Und Stile, ernsthaft. Oh Leute, man hat verschiedene Masken, 3 Stück habe ich. Ich kann auch das Bett-Symbol. Ach, Ausrüstung oder was? Bei Stile, wenn du R2 drückst. Cool. Ach, der verschießt Pfeile aus seinen Handgelenken irgendwie. Welche Deadpool-Maske nehme ich? Nochmal die. Als Farbkombination. Lol. Ich habe keine Masken. Hat doch hier. Aber die sind alle gesperrt, die ganzen Farben. Alter. Das sieht aber schon cool aus. Das sieht jetzt eher aus wie Deathstroke. Na, hier die ganzen Anzüge. Ja, alle gesperrt. Man kann schon mal gucken, wie sie aussehen. Ja. Achso. Dämon sieht ganz cool aus. Titan. Transmog-Anzüge können nicht angepasst werden. Neid-Einsatz. Eternal. Dämon. Freibeuterei. Oh, Metal, das sieht ja fast aus wie hier Arkham Knight. Das sieht echt aus, fast wie Arkham Knight. Neid-Einsatz. Shinobi. Wie kriegt man die? Muss die irgendwie herstellen. Die Herstellung verschiedener Ausrüstung schaltet neue Stilkomponenten frei, mit denen du deinen Anzug anpassen kannst. Talon. Ritterschlag. Ja, schon echt coole Dinger dabei. Fähigkeiten waren wir eben. Okay. Datenbank. Da gibt's einiges. Und E-Mail gibt's gar nichts. Okay. Verlass den Glockenturm und beginnt die Patrouille in Gotham City. Man kann mit den Leuten noch reden. Was sagt denn Batgirl? Das ist ominöses Zeug im Labor des Docks. Hast du auf der Baustelle was gefunden? Nein, da war nichts mehr zu finden. Die hatte wohl jemand dicht gemacht. Hoffentlich gibt uns die Festplatte ein paar Antworten. Herausforderung, Grundlagentraining. Sollten wir, glaube ich, auch mal machen, ne? Aktion sein. Irgendwas tun. Langströms Mörder finden. Jason, wir wissen doch beide, was passieren kann, wenn man sich ohne Infos in einen Fall stürzt. Ich denke mal. Wir haben schon ein Familienmitglied verloren. Geh nicht so ein Risiko ein. Kannst du nicht mal machen. Das kannst du dir nur angucken. Also, auf echt? Also, das kannst du mir nicht wegdrücken. Hat er mir nicht vertraut? Muss ich gleich mal gucken. Jason, er hat mit keinem von uns über den Fall geredet. Musst du mit der Übungspuppe im Glockenturm interagieren. Er hat dir vertraut. Und das tue ich schätze ich mal, dazu muss man erstmal weiterspielen, weil ich sehe hier noch keine Übungspuppe. Weil hier noch alles eingepackt ist. Ja, so. Alfred will ja erst hier alles verschwinden machen. Oder verlasse ich mal den Glockenturm? Ich rede erstmal mit Robin. Das ist noch eine gute Idee. Du glaubst nicht, dass die Freaks was mit dem Mord zu tun haben, oder? Die Freaks töten Menschen ohne zu zögern. Aber die gehen eigentlich anders vor. Ich glaube, für Haare. Toll. Dann bleibt ja nur noch ungefähr jeder andere Kriminelle in Gotham. Wieso ist Barbara eigentlich nicht im Rollstuhl? Hallo? Ich kann mit Robin gar nicht reden. Kannst du vielleicht mit Nightwing reden? Mit Nightwing? Nee, kann ich auch nicht. Ich konnte nur mit Barbara reden. Nein, ich kann immer lieber beim Reden. Okay. Na, dann gehe ich mal raus. Ah, das ist genau die angezickt haben, die wir spielen, war. Hab ich gar nicht drauf gepasst. War das bei mir auch Nightwing? Ja, es war bei mir auch Nightwing, ja. Glockenturm verlassen und heutige nächtliche Patrouille beginnen. Ja. Ah, mit R2 kannst du auch Gegner packen.
letztmöglichen Moment kreisdrücken, perfektes Ausweichen. Gelegenheitsverbrechen sind wir hier bei Spider-Man. Achso, ich muss auch mal X drücken. Ich lese die ganze Zeit. Gelegenheitsverbrechen. Tippe nach unten, um die Gelegenheitsverbrechen in der Nähe mit AR anzeigen zu lassen. Dieses erscheint als Dreieck im HUD. Oh Gott. Da sind ja einige. Wer ist am nächsten? Der da. Kann ich die auch markieren? Dass es nicht verschwindet? Kann ich jetzt hier einfach runterspringen oder verletze ich mich da? Ich spring mal. Ich bin einfach runtergesprungen und hab dann hier Kreifhaken gemacht. Was hat der jetzt gemacht? Nochmal. Also. Das sah aus, als ob der in die Luft geschossen hätte, während um sich zu bremsen. Oder den Haken benutzt. Mal vier rauf. Boy. Der eine ist Level 3. Was war denn das? Ob du dich damit schon anlegen solltest mit Level 3? Weiß ich noch, ich mach's einfach. Kann er mal hier R1 drücken. Oh. Was kommt denn da jetzt ein Hinweis? Geh doch mal weg. Kann ich noch nicht benutzen. Jetzt ist voll. Level 3 war easy. Besiege Verbrecher, um Hinweise zu sammeln. Gut, dann gehen wir erstmal auf Verbrecherjagd. Nervt nur, dass das immer so schnell verschwindet. Aber wenigstens geht die Fortbewegung ziemlich flott. Aua. Luftangriff. Das war perfektes Ausweichen. Schaden scheint es nicht zu geben. Nee. Alles Lappen. Also musst du oben rechts den Balken erstmal voll machen. Hier Glockenturm. Wir sind jetzt voll einsatzbereit. Kommen Sie noch nicht her. Lass mich rein. Da dann Sturmgewehr. Was für dich erledigen. Für Langstroms Festplatte wird ein Biodekodierungsschlüssel benötigt. Alfred hat sich gerade gemeldet. Also ist es an seinem Körper. Ich muss ins GCPD Leichenschauhaus, oder? Richtig. In einer normalen Nacht in Gotham sollte es auf der Wache ruhig sein. Relativ. Zuerst eine Uni, jetzt das Polizeirevier. Alles, was ich als Kind gemieden habe, in einer Nacht. Also von den Stöckern will ich auch keinen auf die Fresse kriegen. 500 Meter, Junge. Oh, man kann sogar während man schwingt gleich zum nächsten Punkt. So fast wie bei Spider-Man. Kann man mal machen. Wir können auch ein paar Leute mitnehmen, ja? Ja, gerade die ganze Zeit. Sind da irgendwo welche? Wir werden gar keine da hinten. 130 Meter, ich glaube, sich zurück. Ich bin schon fast. Na, was heißt fast? 300 Meter noch. Spider-Man, Spider-Man. Macht was immer ein Spider-Man macht. Ja, so ganz flüssig über Spider-Man
Ist es zwar nicht, aber okay. Das definitiv nicht. Aber es macht schon mal einen besseren Eindruck als Avengers, finde ich. Zumindest jetzt am Anfang. Was die Langzeitmotivation angeht, das muss ich natürlich noch zeigen. Aber die Story könnte interessant werden. Könnte. Die Cops sind alarmiert. Ich will aber Batman spielen. Das gibt's nicht. Ich mach mal kurz Pipi-Pause. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Oh, hier gibt's böse Buben. Die nehme ich mit. Oh, das sind Polizisten. Ernsthaft, die werden echt als Bedrohung wahrgenommen. Na, wir wollen ja ins Leder. Ach so, Bonus bleibe unentdeckt. Na gut, dann lass ich's in Ruhe. Gibt's überhaupt Dings hier? Ach, wie hieß er? Commissioner Gordon? Müsste es den hier auch noch geben? Naja, Becker ist ja seine Tochter in dem Richtig. Sinne. Richtig. Aber bis jetzt gab's noch keinen Commissioner Gordon. Nee, dann wirst du wahrscheinlich jetzt im GCPD vielleicht begegnen. Also ich muss... Hä? Zeigt denn das jetzt hin? Nach unten. Dahin. Tipp. Und rein hier. Bleibe unentdeckt. Natürlich, jetzt hier vorbeischleichen oder was? Entdeckungsanzeige. Die generische Wahrnehmung wird durch eine Anzeige dargestellt, die sich füllt. Ey, ich war noch nicht fertig. Okay. Fragezeichen bedeutet Gegner nach der Suche, Ausrufezeichen bedeutet, dass sie dich angreifen. Okay. Oh, das fühlt sich aber auch schnell, wenn sie dich sehen. Aber ich wollte noch nicht entdeckt. Muss ja auch im Schatten bleiben. Psst. Hier ist ja alles voll Licht. Echt wieder eine Stunde vorbei hier. Wie schnell das geht. GCPD. Okay, bin drin. Wo war das Leichenschauhaus? Bin drin. Ja. Glenn ist das Leichenschauhaus auf der anderen Seite des Großraumbüros. Lass dich nicht entdecken. Fitnessstudio. Es muss noch einen Weg geben. Hier ist schon mal falsch. Da gibt's einen Weg. Verdammte Freaks. Meine Tochter studiert dort. Wir haben ein paar Einsätzen. Einer wird gerade verhört. Ich würde 100 Mal für 15 Minuten allein bleiben. Hat irgendwer diese Leiche abgeholt? Kräftig, wildes Outfit. Nein. Mist. Der Wissenschaftler macht uns ganz schön Arbeit. Ob Joker vorkommt? Bisschen pumpen gehen. Was meinst du, ob Joker vorkommt?
Als Randnotiz vielleicht. Ist das schlecht? Sie war Gordon treu. Solche Leute sind nicht vertrauenswürdig. Finde einen Weg in den Zellenblock. Was, Gordon also hat Gordon Namen beschützt? Ist Gordon tot oder was? Das hört die auch gerade reden. Schäle dich durch den Zellenblock. Vielleicht sitzt er gerade in Arkham. Da, der Joker. Das kann sein. Im Ernst, Ehrenwort. Mir ist ein Ohr auf der Schulter gewachsen. Halt's Maul, dann komm rein. Es ist abgefallen und ich hab's gegessen. Behalt dein Mist für dich, bitte. Aber wie kriegt man denn neue Rüstung und so? Findet man Teile? Nein. Check, warte da mal, bis du wieder im Glockenturm bist. Das war nur eine Frage. Also, ich denke mal, dass du da dann irgendwie herstellen kannst. Warte mal, hier ist eine Kiste. Ich habe eine Truhe gefunden. Öffne Truhe, um verschiedene Belohnungen zu finden. Da hat sich, glaube ich, meine Frage gerade beantwortet. Ja. Da war irgendwas drin. Wo hast du eine Truhe gefunden? Wenn du beim Zellenblock dich draufgeschlichen hast. Also, bin gerade dabei. Dann kommst du oben durch so ein Gittertor und da ist rechts eine Kiste. Die erkennst du, die hat vier weiße Streifen. Okay. Die so leuchten. Musst du nur mal nach rechts gucken, wenn du durch die Gittertür gehst. Da waren 150 irgendwas drin, keine Ahnung, was das ist. Okay. Das Leichenschauhaus ist hinter dem Büro. Überwachungskameras können Gegner in der Nähe deiner Position eliminieren. Verstärke, okay. Nutze er, um nach einer näher gelegenen Schaltfläche zu suchen. Ach du Scheiße. Das sind ja verdammt viele Kameras. Achso, wenn du nach unten gedrückt hältst, kannst du die Leute markieren. Gordon ist verstorben. Ernsthaft? Na, weil ich hier gerade das ausgemusterte Bettsignal gesehen habe. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, geht doch mal weg hier. Selina wurde geschnappt. Bei irgendeinem Überfall. Hier ist so eine Art Asservatenkammer, wenn du da das Gitter hochgesprungen bist. Ja, ich bin schon weiter. Könnt ihr ja mal weggehen, oder? Ich würde gerne da hinten hin. Sehen die mich hier? Tatort war schnell wieder freigegeben. Na, hier die Kiste. Die Freaks waren das war knapp. Das hat etwas abgelenkt. Diese Kerle hatten echt zu viel Koffein. Ist gelb geworden. Aber hier sind noch überall Terminals. Die sehen Nightwing schon fast als zweiten Batman. Bericht über Rächeraktivitäten alias Nightwing. Hier gibt's Berichte. Hier laufen mit so viele Typen rum. Oh, hier ist ja noch eine Kiste.
Was? Frech. Also in den Akten klinge ich ziemlich cool. Red Hood. Okay. Lass mal gucken, wie man hier rauskommt. Kann ich die eigentlich auch ausschalten oder zählt das als entdeckt? Höchstens hier mit Dreieck vielleicht. Ich probiere es mal. Ja, man kann sie ausschalten. Mit Dreieck. Weil ich will gerne die ganzen Dinger hier lesen. Wobei, die beiden hier sind scheiße. Also die Hintergrundgeschichten. Ihr guckt doof, ihr zwei. Guckt, dreht euch mal um. Blöd. Ob sie wohl wissen, dass es mehr als einen Robin gab? Ja, muss ich zwar gerade nicht machen, was ich hier mache, aber ich habe Lust. Das hört er nicht. Oh, nur noch einer. Alle erledigt. Wo hast du die zweite Kiste gefunden? Wenn du startest, oben rechts ist ein Gang. Da, wo die Kameras sind. Nee, also dann in der Treppe, wo du startest, nicht runtergehen, sondern rechts ist dann so ein oben so ein Gang. Ach da! Ah, ich hab's gesehen. Ich glaube, das ist wichtig, das Zeug. 848, keine Ahnung was. Hab ich. Cool. Kameras sind alle aus, keine Soldaten mehr, easy. Soldaten, das sind Polizisten. Ja, weiß was ich meine. Bin einfach durchgeschlichen. Ich habe mir die Akten unten alle geholt. Okay. Ich glaube, ich habe alle jetzt, ja. Stehen von allen Vieren, aber das sind doch... 1, 2, 3, 4. Ja, sind 4 Akten. Zu jedem eine Akte. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Ich meine, es ist halt nur Hintergrundinfo, aber. Why not? Ich glaube, man muss welche ausschalten. Wenn ich das richtig interpretiere. Sogar die Toten schließen nachts ab. Weil man eine Schlüsselkarte braucht. Der Diensthabende vielleicht. Wow, das sind schon alle K.O. Oh, ich habe jetzt wenigstens mal die Kameras ausgeschaltet. Nee, die liegt auf dem Tisch. Okay. In der Mitte. Aber jetzt sind die Kameras ausgeschaltet, jetzt kann ich sie auch ausschalten. Richtung Haupteingang liegt die Karte auf dem Tisch. Ja. Außerdem gibt es Erfahrungspunkte. Sind doch nicht schwer. Ja, ohne die Kamera sowieso nicht. That's right. Würde ich jetzt mal. Erreiche das Leichenschauhaus. Wissenschaftler angreifen. Vorsichtig, offenbar bist du nicht allein. Ach man. Was denn weg? Ja, ja, weil er einen Schritt zu weit entfernt war und ich mit Dreieck den Fernkampf statt. Das ist schlecht. Nee, du musst ein bisschen mehr rein. Egal. Draufgeschissen. Die Maske sieht so Deadpool-mäßig aus, ey. Oh, war sehr gut. Glockenturm, Talia al Ghul ist hier.
nicht besiegen. Mein Liebster hat dich gut trainiert. Wollt ihr nicht, dass du Gotham fernbleibst? Ein Toter hat mir nichts zu sagen. Übrigens bin ich hier, um Vaters Dreck wegzukehren. In diesem Fall den Dämon selbst. Du willst nicht versuchen, ihn in eine Lazarusgrube zu werfen? Wäre doch eigentlich kein Neuland. Warte. Was wollte er von Bruce? Ninjas. Okay, so kriegt man auch eine Messer. Langstroms Leiche. Das Langstrom oder seine Überreste. Du suchst einen Biodekodierungsschlüssel. Ein Gerät, das ein genetisches Material nutzt. Tatort AR. Verwende beim Untersuchen von Tatort AR, um diese Informationen aufzudecken. Okay. Ich frage mich, was Sie hier untersucht haben. Für die Verwendung des Biodekodierungsschlüssels erforderliche Probe. Aha. Urin? Nee, wenn dann er das. Was ist das? Kram für Nerds? Okay. Na gut, das hier ist einfach nur ausprobieren. Meine Vitalzeichen direkt nach der Lazarusgrube. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Theoretisch nicht, ne. Ja, okay, das hätte man. Auf Langstroms Akte hatte er kein Diabetes. Wozu brauchte er dann dieses Gerät? Okay. Langstrom hatte ein Herzleiden und eine Meeresfrüchteallergie. Ich bin eher an hier. Blut auf dem Asphalt gewöhnt. Ah, ich hab's. Beim dritten Versuch. Er hat das Testgerät umgebaut, um mit seinem Blut Daten zu kodieren. Toll. Glockenturm, was machst du? Das GCPD weiß, dass Talia hier war. Wie komme ich raus? Bin dran. Sei vorsichtig. Hast du gegessen oder so? Ich hab was getrunken. Was hat man gehört? Gute Nacht, GCPD. Ey, seh nix. Gute Arbeit. Und jetzt leise rausschleichen. Eingang ist gesichert. Verteilt euch! Wir finden den Täter! Weiter! Ich muss hier irgendwo sein. Nur zu schleichen, um unbemerkt vorbeizukommen. Erinnerung, vermeide Konfrontation mit der Polizeibeamten des GCPD. Sie bringen dir weder Belohnung noch EP. Die geben keine EP. Lass mal alle markieren hier. Ich habe auch gedacht, sie hätten EP gegeben. Hey. Nee, gleich beim ersten Mal. Okay. Nein. Du Dödel. Komm ich da nicht mehr hoch? Nicht cool. Oh, oh.
Macht's gut. Danke, Glockenturm. Der Weg aus dem Revier ist jetzt frei. Kein Ding. Beeil dich, sonst machen wir uns Sorgen. Hab mich nicht entdeckt. Nee, mich auch nicht. Zack. Wenn mir das Missgeschick nicht passiert wäre, ist auch unentdeckt geblieben. Oh! Sonst sollte er hingucken und auf dem Handy gucken. Glockenturm betreten. Patrouille beenden. Kehre zum Glockenturm zurück, um deine abendliche Patrouille abzuschließen. Du kannst dich auf dem Weg zum Glockenturm machen oder seine Schnellreisepunkt nutzen, um ihn sofort zu betreten. Das ist nett. Was? Verbrechen verhindert? 0. Bonus Missionsziel abgeschlossen? 2. Kampfergebnisse. Mhm. Ich habe auch noch zwei Burger gerettet. Na gut. Was bei McDonald's? Okay. Notizen, Formeln, Finanzunterlagen, Forschung über Gehörverlust, Experimente an Menschen? Das sind Auszahlungen an Freiwillige. Ich kenne ein paar von diesen Ärschen. Sehen also wie die Teenie-Version. Langstrom machte also Experimente mit. Wir sind ja noch Teenies gewesen. Macht etwas Platz. Miss Gordon. Der Holoprojektor funktioniert wieder seit heute Morgen. Perfektes Timing, Alfred. Stimmt. Du hattest ja Spitzentechnik hier, Babs. Ist uralt, aber reicht erstmal aus. Sie und Master Bruce sind die einzigen Menschen der Welt, für die die Systeme des Glockenturms uralt sind. Das ist alles zu Langstrom und das hier sind sämtliche Infos zu unserem Gast. Talia al Ghul. Sie ähnelte Master Bruce in so einigen Dingen. Dass sie in Gotham ist, besorgt mich. Und die Tatsache, dass sie ihren Alten verbrannt hat, war das wirklich Ra's al Ghul? Seine DNA war an der Waffe, die sie hinterlassen hat. Ich frag mich, warum sie nicht versucht hat, ihn in eine Lazarusgrube zu bringen. Tja, Batman würde zu Talia gehen und sie einfach fragen. Gut gedacht. Ja, ich überprüfe Talias Kunai auf Spuren, denen wir vielleicht folgen können. Wir sollten auch rausgehen. Fragen, ob jemand Streit mit Langstrom hatte. Cool. Dann wollen wir doch mal. Ich glaube, jetzt müssen wir theoretisch den Multiplayer haben. Also gleich. Unfassbar, was Talia mit der Leiche ihres Vaters gemacht hat. Gut, dass er weg ist. Ein Besuch in der Lazarusgrube ist schon die Hölle. Wer weiß, was der Tausendste gemacht hätte. Meinst du wirklich, sie hat ihm Gnade erwiesen? Oh, sie hat eine Show abgezogen, ja. Aber das war wohl nicht aus Gnade. Beweistafeln. Auf den Beweistafeln findest du Informationen, die du während einer Ermittlung entdeckt hast.
Der Abschnitt Spuren enthält die wichtigsten Informationen über deinen nächsten Schritt. Markiere Beweise, um Informationen über die nächsten Schritte deiner Ermittlung zu erhalten. Tippe auf Dreieck, um schnell auf das Herausforderungsmenü zuzugreifen. Aha. Ras Al Ghul. Okay. Das ist sozusagen das Storyboard oder was? Spuren. Aha, alles klar. Eine kleine Unterhaltung. Aha, nutze Gebet, dann können wir. Verhöre Freaks, um mehr Informationen zu sammeln. Okay. Aber ich kann sie nicht markieren. Stelle mit Hilfe der Werkbank. Na, genau, das wird jetzt herstellen und dann hast du, glaube ich, den Multiplayer. Na, dann schauen wir mal, was die Werkbank kann. Herstellung: Sammle Pläne, um geborgenes Material und bessere Anzüge und Waffen freizuschalten. Gehe zum Abschnitt für Nahkampfpläne, um eine Waffe herzustellen. Nahkampf. Ja, geh weg. Okay. Brauche ich 54 irgendwas und 14 grün. Zack, Kraftstufe 10. Sind wir jetzt bei Destiny. Kannst du wieder zurück machen. Ich will aber die nächste Stufe schon machen. Von 6 Kraft auf 10 Kraft und von 5 Schaden auf 7 Schaden. Was ist der Unterschied zwischen Kraft und Schaden? Anzug geht noch nicht, Fernkampf geht auch nicht. Okay. Also Polymer und Titangewebe, ja natürlich. Schließe das Verhörtraining ab, lies die Zeitung auf der Werkbank. Ach da. Jetzt machen wir mal die Zeitung. Man kann es auch das Aussehen vom Moped bearbeiten. Echt? Cool. Hm. Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und denke, dass Master Bruce um Hilfe ruft. Und dann erinnere ich mich. Ich dachte, dass einer von Ihnen gerade angerufen hat. Ich war besorgt. Gewohnheit, schätze ich. Du und Bruce habt das wohl jede Nacht getan, als ich dachte, ich sei allein da draußen. Stimmt's? Ich kann nicht er sein, Alfred. Aber ich kann auch nicht sein wie früher. Bruce hat mir den Weg gezeigt und ich gehe ihn weiter. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Gotham ist in guten Händen. Tutorial Ritterschlag. Gotham City braucht einen neuen Wächter. Schließe Ritterschlag-Herausforderungen ab, um mächtige neue Fähigkeiten für den Helden freizuschalten. Was denkst du, warum Dad sie so mochte? Okay. Wegen ihrer unerschütterlichen Loyalität. Nein, weil sie keine Angst hatte, Leute zu konfrontieren. Und kann man denn Motorrad machen? Ich hab's nur bei den Tutorial gelesen. Ach so. Hä? Wieso kann ich Nahkampf noch einmal machen? Na, weil du Material hast, aber bringt ja nichts. Ne, bleibt ja Stufe 2. Ja. Das ist ein Quatsch. Das ist Polymer und Titangewebe. Scheint es aber noch einiges zu geben, ne?
Okay, Fähigkeitspunkt haben wir nicht. Datenbank, E-Mail. Gut, schließe das Verhörtraining ab. Machen wir das Verhörtraining. Hier ist übrigens auch jetzt die Puppe. Trainingsbereich, übe dich im Trainingsbereich mit Kämpfen und Schleichen und trainiere dort. Ja. Die Grundlagen des Kampfes, erfahre wieder einzigartige Schwungfähigkeit, Meister. Ah, machen wir das mal. Ach Gott, gibt's übelst viel? Aber wo ist jetzt das Feuertraining? Oder soll man jetzt ja alles machen? Charakterauswahl. Du kannst deinen Charakter zwischen den Patrouillen und dem Glockenturm wechseln. Das ist ja Quatsch. Warum sollte ich wechseln wollen? Gut, wenn du alleine spielst, um mal alle zu testen, ja. Ich bleib bei Red Hood. Ach, hier ist Verhör. Bei Grundlagentraining. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Das ist Batman. Trainieren wir zunächst den Geist. Aber das erfordert volle Konzentration. Lass deine Wut los und hör auf den Klang meiner Stimme. Warum bringen wir Batman hier in so eine Lazarusgrube? Information ausfindig machen. Halte gedrückt, um Verbrecher zu scannen, ausfindig zu machen. Packe Informationen, um sie zu verhören. Reduziere ihre Lebenspunkte oder falle schleichend über sie her. Mhm. Zupacken beim Schleichen. Kinder können verhören, nur zu schleichen, um dich zu nähern und packe den Gegner. Na dann. Was Tipp R3, um dich zu sagen? R2 zupacken. Okay, verhören. Rede. Jetzt. Ich rede. Kein Grund, so zuzupacken. Das war einfach. Au. Okay. Kampf mit zupacken. Du kannst Kinder packen, wenn sie nichts an betäubt oder ihre Lebenspunkte niedrig sind oder sie zu niedergeschlagen wurden. Aha. Das. Fang an zu reden. Okay, entspann dich. Ich red ja schon. War das so easy. Schwer? Jetzt bist du soweit. Ich mache jetzt mal Training durch, oder? Haben wir es hinter uns. Gegner parken habe ich da gerade gemacht. Machen wir das halt noch mal. Ups. Kann ich zupacken? Das ist ein Quatsch. Ach so, muss das rot sein, okay. Werfen. Ach, ich soll den über den. Okay. Na, werfen. Hey.
Easy. Genau wie erwartet. Schleichen. So wie, dass ich schon alles gemacht hätten. Bist du noch da? Naja. Dort schläfst schon. Machst auch gerade Training alles. Naja. Hier ist schlecht. Ach, das geht auch. Überraschungsausscheidung. Mein Gott. Du machst hier am falschen Revier, Kunde. Ich hau nicht ab. Verdammt, ist der schnell. Oh. Hallo. Da dreht er sich natürlich gleich wieder um, gell? Das war dumm. Er ist runtergefallen. Ja, bis sie nicht mehr suchen, das dauert eine Weile. Sehe ich ja, wo ich hingucke. Gott. Na los, Mann! Komm raus! Was Kombos? Was für Kombos? Das ist zu schleichen schon, oder? Ja. Okay, bist schneller als ich. Gut, das dritte Ding ist jetzt ein bisschen Blödsinn. Wieso? Ja, warum soll ich jetzt nochmal geräuschlos und überraschend machen? Na, kannst du dir aussuchen, was du von beiden machst. Ja, aber ist doch Quatsch. Na, ob du es auch verstanden hast. Das ist trotzdem Quatsch. Gut, aber werd nicht nachlässig. Das hätten sie sparen können. Schärfe deine Kampffähigkeiten gegen diesen Gegner. Fünfmal jedes Mal. Warte, ich muss nachladen jetzt. Level up! Drei noch. Wenn ein Gegner dich ablockt, durchbricht seine Verteidigung mit einem schweren Schlag. Ja.
So, so kann man schießen. Dreieck. Ne, mit L2 und R2. Hab ich doch gesagt. Vorhin. Wenn du mit zuhörst. Also, dann, so. Jetzt bist du soweit. Ich hab bis jetzt nur mit Dreieck. Ja. Geschossen. Präzisionszielen ist das. Ups. Rauchbomben. Führe schwerer. Zack und. Oh. Zack. Gut. Wie man auch immer schwere Fernkampfangriffe machen kann. Rauchbomben. Wie macht man. Jetzt hab ich L1. Wie macht man Rauchbomben? Also. L1 stimmt da. Ja, und dann? Ich hab keine Rauchbomben. Hä? Ich hab jetzt auch nicht wirklich gelesen. Hä? Hä? Ich bin jetzt vom. Hä? Warte mal, kann man das nochmal? Nee. Ach, du musst gedrückt halten, L1, wenn du dich hochschwingst. Also. Grundlagen beendet. Okay. Schwungfähigkeit. Das war seltsam. So. Hast du die Hand trainiert ja auch noch, oder? Ja, ja. Okay. Schwung, sowas wie ultimative Angriffe. Ich mache jetzt einmal alles durch und gut ist. Naja. Hab ich's hinter mir. Einmal ja, gereicht. Habe ich auch nicht verstanden. Ich habe ein Geschenk. Wie erwartet. Sehr gut. Also jetzt nur noch eins. Ne, zwei noch. Perfektes Ausmanöver und abgepresste Schläge. Ich weiche rechtzeitig aus, um Gelegenheit für einen Konter zu schaffen. Haben wir noch perfekte Angriffe aus, ja. Das ist ja nicht schwer. Ach, fünfmal. Ich hab 4-3 gerade. Easy. Gut, aber werd nicht nachlässig. Und abgepresste Schläge. Im Eifer des Gefechts solltest du nichts überstürzen. Time deine Schläge gut, um Schwung zu bekommen. Was wäre abgepresste Schläge? Was ist das? Du, ich mach dich unschädlich! Das verstehe ich nicht. Wir könnten dir machen. Ja, du musst praktisch drücken, wenn der. Ne, ich habe jetzt einfach fehl gedrückt, es hat funktioniert. Wie einfach fehl. Nochmal 4 gedrückt gehabt, wo der kurz bevor der getroffen hat.
Weiß nicht, ob ich das jetzt war. Passiert da gar nichts. Aber steht da was mit Dreieck? Weiß ich nicht. Warum könntest du mich einfach gehen lassen? Hä? Ist dir klar, mit wem du dich anlegst? Das check ich nicht. Red Hoods abgepasster Schlag. Benutze deinen Fernkampfangriff, wenn der Angriff kurz davor steht, einen Gegner zu treffen. Also ich soll jemanden treffen und dann Dreieck drücken. Das Dreieck musst du drücken, kurz bevor du den triffst. What? Gibt ja gar keinen Sinn. Es geht ja ums Timing und so. Hi Alex. Das ist blöd. Das check ich nicht. Also muss ich erst fähig und dann bevor ich treffe Dreieck drücken. Genau, also so habe ich jetzt zumindest bei mir gemacht, also nur mit Doppelfähig. So ein Quatsch. Funktioniert? Nein. Bei mir steht immer noch 0 von 5 da. Ah, hier kannst du das Moped anpassen. Mir egal, raus hier. Wie komme ich wieder zurück? Einfach Optionstaste drücken. Training abbrechen, mache ich später. Tutorial Koop Mehrspielermodus. Du kannst jetzt im kooperativen Multiplayer mit anderen Spielern spielen. Yay! Hat ja nur 1 Stunde und 45 Minuten gedauert. Soll ich dich einladen, da du streamst? Von mir aus. Alex, was bist du noch wach? Mach schon ins Bett. Du Jungspund. Was? Mehrspieler, schnelles Match. Was? Kannst du dich hosten? Ich kann nur schnelles Match oder heroischen Angriff hosten. Geh mal auf Social. Ah, okay. Jetzt haben wir den Multiplayer freigeschaltet. Yay. Ich will noch mal kurz an die Werkbank gehen. An die lade ich das mal ein. Die Polizei hat mehrere Personen ja fest, nachdem das Gruppe beitreten. 50 Jahre alte Campusbibliothek verwüstet hatte. Dreh der Host bei. Die Symbole unten. Venom! Du alter Schlitzohr. Hallo Nightwing. Gehen wir kurz hier an die Werkbank. Ich wollte nämlich nochmal nach meinem Dings gucken. Ne, es war nicht Werkbank, das war hier. Da. Lol. Das ist genau dasselbe. Achso, ich habe einen Fähigkeitspunkt, gell? Als Red Hood fügt Gegner mit maximal 30% Leben 10% Schaden zu. Mehr Schaden zu. Die Ritterherausforderung müssen wir auf jeden Fall machen. Für den Ritterschlag. Erhöht Red Hoods kritischen Schaden, ja. Mal nehmen. Oh, ich habe eine neue Schwungfähigkeit. Aha. Was verbessern können wir nicht, oder?
Weiß ich nicht. Na gut, wir können hier die Waffe noch einmal machen. Ergibt aber irgendwie keinen Sinn, oder? Was? Die Waffe können wir noch einmal machen. Nee, das macht, bringt ja nichts. Nee. Aber ich mache es einfach mal gucken, was passiert. Du hast bereits einen ähnlichen Gegenstand, der wird zerlegt und durch diesen ersetzt. Nein, das bringt ja nicht. Alles klar. Wow. Bringt ja richtig viel, das mal wieder anzupassen. Kannst du das machen? Da hinten? Ja. Ist das deins oder meins, was hier steht? Wenn du drauf gehst, ist bestimmt deins. Ich weiß halt nicht, wie deins aussieht, ne? Standard. Naja, aber ob das genauso aussieht wie meins. Bestimmt. Kannst du dich mal Farben ändern, alles gesperrt. Mm. Das sieht ja aus. Abfänger. Custom. Gibt's hier eigentlich noch irgendwas zu entdecken da oben? Warte mal. Ah, AR kann man ja nicht benutzen. Oder eben eine Grasplantage. Hm. Oh. Das ist ein Heilkräuter für die Lebenspakete. Man kann nicht mehr Dame spielen. Hm. Oh, was geht denn hier? Arcade spielen. Spielen. Was ist das denn? Bei mir drehst du dich einfach im Kreis auf der Stelle. Okay. Achso, mit R2 muss ich... What the fuck? Hey, die haben ja einen großen Fernseher. Das ist für ein Quatschspiel. Hier ein Konzertplakat von einer ganz besonderen Person. Ja, ist okay. Aus hier. Was für ein Plakat, was? Hier in dem Fernseher hängt ein Konzertplakat. Black Canary, ah, Black Canary, so. Der würde ich nicht unbedingt zuhören wollen. Der Fernseher ist cool. Die 55 Zoll hier. Mhm. Was ist das hier? Ein fetter Router. Na gut. Dann gehen wir mal raus, oder was? Auf unsere erste gemeinsame Mission. Aber ich habe noch einen Lehrling dabei. Babs, das war gute Arbeit mit Langstroms Laufwerk. Oh nein. Ich gehe dir doch nicht unter die Haut. Oh. Warten auf Host. Yeah. Kann ich dich schlagen, ne? Was soll ich eigentlich machen? Aktivitätenansicht öffnen. Ritterschlag. Oh, was müssen wir da machen? Ritterschlag. Werdet der Ritter für Gotham City braucht. Schließe das Training für abgepasste Schläger ab. Stoppe vorsätzliche Verbrechen. Haben wir doch, oder? Ah, nee, das hab ich natürlich nicht gemacht. Hm. Besiege Minibusse. Wo findest du denn den Ritterschlag? Das wurde mir oben links angezeigt. Wenn der Touchpad drückst, steht er bei Herausforderung. Findest du es auch? Das wurde mir oben einfach aufgeploppt. Stoppe vorsätzliche Verbrechen 0 von 10. Besiege Miniboss 0 von 3. Das coole ist jetzt, wir können uns auch komplett trennen, gell? Du könntest jetzt im Norden was machen und ich könnte jetzt im Süden was machen. Das ist dem Spiel scheißegal, wie weit wir weg wir sind. Oder was wir halt machen. Ja. Können wir zusammenarbeiten oder halt getrennte Wege gehen? Ich würde hier hingehen. Siehst du das, wenn ich das markiert habe? Das Gelbe da oder was? Nee.
Naja, markier mal was bei uns noch rechts ist. Na, ich habe hier schon was markiert. Das rechts, das Fragezeichen, was von uns ist. Oder von auf der Map. Dass das wo rot umrandet ist, oder was? Ja. Hm. Warte mal. Ist das rot geworden, weil du es markiert hast, oder? Nee. In Old Gotham. Das rote Dreieck da. 247 Meter. Ich habe jetzt auch mal eins markiert, da. Ich habe 576, also, glaube ich, falsches. Was ist das da markiert? Fraktion Mafia. Hm. Ah. Nee, sehe ich anscheinend nicht. Nee. Schieß mal mit einer, was du da schießt. Das sieht ja aus. Ja, Junge. Guck mal hier, ich mache hier dieses für Equilibrium, dieses. Guck mal, wie ich ausweise, Junge. Guck mal. Ich mache Slides und Rollen. Naja, du bist ja nicht so krass wie ich. Du bist ja auch Akrobat, du Lappen. Ich weiß auf jeden Fall, später kriegt man noch eine Fähigkeit, wo man in der Luft springen kann. Das ist dieser Ritterschlag. Zumindest Red Hood kann das da. Was, besiege zwei Gegner gleichzeitig? Was ist das für ein Quatsch? Erstmal alle markieren hier. Gleichzeitig, willst du das machen? Oh, da wollte ich nicht hoch. Verdammt. Ich bin etwas zu hoch. Ey, warte mal, kriegen wir die zwei Typen hier? Scheiße, wen visier ich, den visier ich jetzt an. Kriegst du den vor dem Wagen? Welchen? Na, ich habe jetzt ganz links den von den dreien. Ich habe jetzt 10 in der Mitte. Dann machen wir mal in auf 0, ja? 3, 2, 1, 0. Ah, die sind ja nicht ausgeschaltet, schade. Ja. Haben wir schon mal gleichzeitig. Oh, echt? Ja. Verbrechen aufgeklärt. Ja, haben wir aufgeklärt. Vielen Dank. Schön, dass ich helfen konnte. Okay. Wer liegt hier? Wir liegen ja noch über Materialien. Was, wo? Und von denen, die du ausgeschaltet hattest. Ach so. Okay. Also wenn ich nur einmal Touchpad antippe, habe ich oben links diese ganzen Sammlerstücke. Finde und sammle alle versteckten Batarangs in Gotham City. 60 Batarangs, Alter. Also in. Also insgesamt oder wie? Es gibt den Downtown. Historischer. Finde Straßenkunstwerke 0 von 12. Scanne Orientierungspunkte, um mehr über die reiche, komplexe Geschichte von Gotham City zu erfahren. Aha. Herstellung. Aha. Okay. Wo bist du hin? Warte mal, ich habe noch nicht oben auf das auf den Kompass geguckt. Markier noch mal was. Vielleicht ändert sich oben mein Kompass irgendwas. Warte.
nehme ihr Recht zum bewaffneten Raubüberfall. Der rot ist, oder was? Nee. Wird mir leider nicht angezeigt. Bewaffneter Raubüberfall. Ah, das ist ein bisschen schade. Das sollten sie nochmal patchen. Na dann, auf geht's. Was ist denn, wir könnten ja unser Motorrad rufen, gell? Ach, Quatsch. Ey, mach einer, Spider-Man. Hast du eigentlich denselben Haken wie ich? Wahrscheinlich. Nein, du wolltest gar nicht hin. Freaks. Achso, das zählt auch für mich, die du markierst. Das ist cool. Ja, cool, also wenn einer, wenn wir beide auf einen gehen, der hat gar nichts zu laufen. Aha. Die klauen Geld! Was war denn das jetzt? Was? Also, weil der hat den einfach nur gefinisht. Anscheinend. Sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Sind sie alle ausgepowert. Ja, dadurch kriegst du halt auch Materialien. Ach, Geld. Nimmt was mit? Na gut, Geld brauchen sie jetzt nicht unbedingt. Aber was ist jetzt eigentlich theoretisch die nächste Story-Mission? Da unten, da. Oh, komische Wissenschaft. Da sind Bullen. Da kommen gerade Bullen. Ich bin direkt hinter dir. Bin weg. Hui. Zu Dings, zu Talia müssen wir eigentlich zur Story. Aber ich würde hier erstmal Nebenmissionen machen. Gibt immerhin Erfahrungspunkte. Und Materialien. Ich muss dieses abgepasst Training unbedingt machen. Besiege Mini-Bosse, die hatten wir noch gar nicht. Nee. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück ins Hauptquartier und machen morgen vielleicht nochmal eine Folge. Oder? Kann man. Kann man Schnellreise machen, oder? Wo sind es da? X. Bestätigen. Koop-Spieler können nur zum Glockenturm gehen, wenn der Hostspieler dorthin geht. Yay. Ich kann Spieler rauswerfen. Nee, kannst du nicht. Computer sagt nein. Was? Ah, ich kann nur machen hier Schnellreise oder was? Reise zum Zielort in 3, 2, 1. Gib ihm. Ja, wow. Wow, das ein Gegner mehr besiegt als ich. Wieso hast du so viel Nahkampfschaden, Alter? Ich bin doch der Muskelprotz. Weil ich der Krasseste bin. Was? MAL besiegt. MAL besiegt. Also wie oft man draufgegangen ist, oder was? Wahrscheinlich. Hinweis hochladen. Neue vorsätzliche Verbrechen entdeckt. Gute Arbeit mit Langstroms Laufwerk. Oh nein.
Ich gehe dir doch nicht unter die Haut, oder? Eins musst du mir lassen. Na, komm in einen Anzug. Schwunganzug. What? Ich will auch. Anzug. Anzug herstellen. Und eine neue Farbe gibt's. Titan, Farbkombination, ikonisches Alpha. Hm. Vor allen Dingen 28, was war vorher der Wert? Den sehe ich nicht. Aber herstellen. Das sieht ja cool aus. Die Farbe. Nur die Weste ist ein bisschen blöd. Die Weste muss weg. Okay. Aber Fernkampf geht noch nicht. Ah, ich könnte jetzt Nahkampf verbessern auf 28 Uhr, da fehlt mir aber 12, was auch immer das ist. Doof. Im Fernkampf? Das geht. Ach, es gibt sogar verschiedene Stufen. Deswegen, es gibt verschiedene Stufen derselben Klasse. Ich kann Fernkampfwaffe zweimal Stufe 3 herstellen, aber beides hat verschiedene Werte. Und braucht anderes Material. Ich kann gar nichts an Fernkampf herstellen. Bei dem zum Beispiel geht Stufe hoch, Kraft hoch und Schaden. Bei dem anderen kriege ich noch Chance auf kritische Treffer 3% und kritischer Schaden 6%. Und auch viel mehr Schaden. Also Kraft. Das ist ja blöd. Das mache ich. Zack. Ausrüsten. Na, ich bin auf Herstellung gegangen, da konnte ich alle drei auswählen. Anzug, Nahkampf und Fernkampf. Bei Ausrüstung. Ja. Industrielles Lösungsmittel brauchte ich noch, brauche ich noch 12. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, beziehungsweise hören wir uns dann morgen vielleicht nochmal. Wissen noch nicht, ob wir es bei der einen Folge belassen oder morgen nochmal streamen, aber ich denke mal, wir machen noch eine zweite, oder? Schauen wir mal. Na gut. Dann soll es das erstmal gewesen sein mit dem ersten Teil von Gotham Knights in Reingeschaut. Seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday und der Venom. Ciao, ciao.